von Mel Bash und Wladimir Manilov, den besten Gitarristen unseres neuen Zeitalters. Viktor Menschuk mit seinen Fantasien. Bitte heißen Sie unseren Virtuosen willkommen. Ja. Bitte lass die Show zu Ende gehen. Das klingt so klassisch. Abgewürgt. War's das? Und mein Herz würde explodieren. Meine Beine würden beginnen zu tanzen. Und meine Seele würde geradewegs nach wohin auch immer gehen. Vielen Dank, Viktor. Meine Damen und Herren, ich muss eine Änderung im heutigen Programm ankündigen. Zu unserem großen Bedauern sind unserem Gastmagier für seinen Sägeakt die Damen ausgegangen. Oh Gott, wie schlecht. Aber keine Sorge, wir füllen diese Lücke mit Großartigkeit. Ihre volle Aufmerksamkeit bitte. Für Black Hand Commando. Wenn ich nun die Geburt einer Legende präsentiere. Das Duett Menschuk und Porcharny. Mit ihrem instrumentalen Impromptu, das Lied der Lieder. Eine Runde Applaus, um unsere großen Musiker zu erfreuen. Da bin ich ja mal gespannt. Ah, jetzt sind die zusammen am Trällern. Die kennen wir ja. Der rechte sieht ein bisschen aus wie Gordon Freeman, aber ich habe nie Half-Life gespielt, deswegen verzeiht, wenn er überhaupt nicht so aussieht. Zusammen klingt das richtig gut. Wisst ihr, was danach die Show sein müsste? Die beiden mit den ganzen Mädchen dazu, mit den Flammentypen im Hintergrund und dem anderen Typen noch. Dumm. Sie haben gerade die Virtuosen des Moskauer Untergrunds gehört. Das Duo, das bekannt ist als Menschuk und Porcharny. Mein liebes Publikum, dieser traurige Moment kommt leider immer. Egal, es geht ja nicht sein, ne? Wünsche, es wäre nicht so. Aber unsere heutige Show ist zu Ende. Ich hoffe, Sie haben sie ebenso sehr genossen, wie wir Ihre Gesellschaft genossen haben. Vielen Dank. Beehren Sie uns bald. Kama, 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 Kama. Spielen Sie uns etwas Emotionales. Auf Wiedersehen. Kama, Kama. Abschied ist so süß. Patron of the Arts. Patron der Künste müsste es heißen. Achievement unlocked. Ich liebe Piano- und Klavierstücke. Erinnert mich minimal an der Pianist. Mir gar nicht aufgefallen.
So, das war's. Machst du noch einen dummen Witz? Ich denke mal, das loopt jetzt. Okay. Und? Hat dir die Aufführung gefallen? Zeit weiterzugehen, du Kunstmäzen. War nicht schlecht. Oh, 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 da sind Damen. Wir müssen weggucken. Ich gucke bewusst weg. Magst du uns nicht mehr? Helen, ich bin total in euch Mädchen verliebt, aber ich habe... Ich komme bald wieder, ja? Ja, versprochen. Okay, die haben alle noch was an. Lass mich mal dein Puder benutzen. Davon träumst du wohl. Du hast dein eigenes. Nimm das. Das ist nicht gut. Warum kauft dir dein Freund nichts Besseres? Tja, mir scheint, du bist ein... Nein. Was? Ja, das ist schon ein hartes Leben ohne eine weiche Frau. Oh. Der sieht ja lustig aus. Wie auch immer. Ich sage, wir sollten gehen. Aber wir sollten noch einen darauf trinken, dass wir noch leben. Geht auf mich, okay? Der sieht total lustig, aber sympathisch aus, der Typ. Vor allem, wie er uns anstarrt. Ja, wir setzen uns. Ihre Bitte, zwei von uns. Hoppla, das ist klasse. Dann lass uns trinken, Artyom. Damn. Nostravia. Das ist sehr gutes Zeug. Und das ist ein guter Ort. Aber zu Hause ist es doch am schönsten. Weißt du, ich bin durch die ganze Metro gereist und die Leute reden jede Menge Scheiß über die rote Linie. Dass es da schrecklich sei, dass es kein Essen gäbe, dass wir Kameraden grundlos erschießen und man nicht einmal einen Witz erzählen kann, ohne eingesperrt zu werden. Moment, gönnen wir uns noch einen? Zum Wohle, Artyom! Oh, wir sind gleich zu. Wow, also, ja, unser Leben ist etwas strikt. Eine Partei, ein Anführer, eine Ideologie. Aber... wir haben Ordnung und alles wird geteilt. Nahrung, Medikamente, Treibstoff, Schutzräume. Keine Reiche, das stimmt. Aber auch keine Bettler. Noch einen Drink. Und jetzt auf die Gleichheit. Komm schon, Artyom. Hau weg den Scheiß. Ja. Ah. Wo war ich? Ah, ja. Ja. Jetzt schau dir die weit entfernten Stationen an. Die fressen sich gegenseitig, verkaufen ihre Kinder als Sklaven, wie in der Steinzeit. Sich selbst überlassen wird der Mensch zum Tier, weißt du? Ordnung. Ordnung ist alles, was zählt. Sie ist unsere Rettung. Du kannst also glauben, was du willst, aber ich bin ein Roter, bis zu meinem Tod. Ich trinke auf die Ordnung. Prost. Weg damit. Na los, Artyom! Na los! Hau weg den Scheiß! Das gefällt mir nicht. Also, mein Freund, so läuft das eben. Nicht böse sein, Artyom. Ich mache nur meine Arbeit, um die rote Linie zu beschützen. Du, Musketier, bist von der falschen Seite der Barrikade. Soldaten, nehmen Sie diesen Kameraden fest. Jawohl, Herr Major. Du Schwein. Willkommen zurück, Genosse Major. Rühren, Soldat. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das war ziemlich dumm von mir. Ich hatte ihm das Gerät über Freundschaft abgekauft. Das dumme Musketiergeräte. Warte nur, das zahle ich dir heim. Ich frage mich jedoch, warum Pavel die Mühe auf sich genommen hat, mich in die Falle zu locken. Also, der Storyplot an der, also dieser Twist gerade ist echt genial gemacht. Dass man lernt diesen Charakter halt kennen und traut ihm sowas nicht zu.